Thomas Kurchati hat zwei Eigenschaften, die NRW gut gebrauchen kann. Er ist ein Macher und er ist ein Kümmerer. Er hat die richtigen Ideen für die Zukunft Nordrhein-Westfalens. Und als Arbeitsminister kann ich sagen, vor allen Dingen, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, wenn es darum geht, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, im Wandel der Arbeitswelt die Arbeit von morgen machen zu können. Wenn es um Respekt und anständige Löhne und Arbeitsbedingungen geht, in der Pflege, aber auch in anderen sozialen Dienstleistungsberufen. Dafür steht Thomas Kurchati. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Ministerpräsidenten für NRW, mit einem, der das Morgen im Blick hat. Ja, spannender Tag heute. Unsere ersten zwei Plakate sind vorgestellt worden für die Landtagswahl am 15. Mai, für den Wahlkampf, der jetzt in die heiße Phase geht. Das erste Plakat zum Thema Pflege könnt ihr hier hinter mir sehen. Sehr bewegend übrigens ein Termin, den ich zuvor gerade hatte. Ich habe mich nämlich mit Pflegekräften im Universitätsklinikum Düsseldorf getroffen, die am Limit und teilweise schon drüber ihrer Belastungsmöglichkeiten sind. Wenn dir eine Pflegerin sagt, ich schaffe es kaum mehr, eigentlich müsste ich raus aus dem Beruf, weil die Belastung so hoch ist, aber ich kann meine Patienten doch nicht alleine lassen, dann ist das ein Alarmsignal, was uns deutlich machen muss, wir müssen endlich nicht nur applaudieren, sondern was tun zur Entlastung von Pflegerinnen und Pfleger in unserem Land. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, damit mehr Menschen auch wieder in die Pflege kommen. Wenn nach durchschnittlich 7 Jahren die Menschen diesen Beruf verlassen, dann ist das kein gutes Zeichen, sondern ein Alarmsignal. Und deswegen kämpfen wir für bessere Bedingungen in der Pflege. Und auch darum geht es am 15. Mai.